von der Stadt Nagasaki in Japan, liebe Schwestern und Brüder, an dem man am 5. Februar 1597 Paul Miki und seine Gefährten kreuzigte und anschließend verbrannte. Auf jenem Hügel ereignete sich in diesem Augenblick etwas Merkwürdiges. Wie wir das oft bei den christlichen Märtyrern sehen, und wir nehmen es manchmal als ein vielleicht märchenhaftes Zeugnis. Aber das Zeugnis der Märtyrer hat mit uns zu tun. Es will sich mit uns verbinden. Warum feiern wir sonst ihre Tage, wie wir das heute tun? Jener Paul Miki ist 33 Jahre alt. Er ist stolz darauf, im Alter Christi sterben zu können. Er ist ein Jesuit. Mit ihm gekreuzigt werden andere, die weitaus jünger sind. Franziskaner, Tertiaren und sogar zwei Jungen, die zu seiner Christengemeinde gehören. Er predigt vom Kreuz herunter. Er ruft Menschen zum Evangelium. Und er erkühnt sich, noch am Kreuz den Satz zu rufen, der bis heute unerfüllt ist: Japan wird es das Heil finden, wenn es das Evangelium annimmt, wenn es das Kreuz Christi annimmt. Wieder erstaunt uns dieser jugendliche Eifer, selbst noch im Sterben. Am Kreuz, noch von Lanzen traktiert, um endlich zum Tode befördert zu werden, werden die Leichen anschließend verbrannt. Welche Kraft ist das? Sogar unter der schlimmsten Verfolgung, in einem nicht nur genommenen Leben, sondern dem Prozess noch selber beizuwohnen und ihn leibhaft zu erfahren, schmerzlich zu erleben, wie Leben langsam zerstört wird, noch das Evangelium zu verkünden, noch die innere Überzeugung zu haben, dass wir den Menschen, die das Evangelium nicht kennen, die es noch nicht angenommen haben, unbedingt davon erzählen müssen, ihnen unbedingt das Evangelium bringen. Man braucht beinahe gar nicht mehr zu erklären, warum wir in einer solchen Krise stecken. Wenn wir uns davon verabschieden, nicht nur unsere evangelischen Schwestern und Brüder, Landeskirche um Landeskirche, die sagen, wir geben den Gedanken der Mission auf. Das hat nur Elend bei den Menschen gemacht. Bei uns gibt es auch solche Stimmen. Und sie werden noch lauter. Und sie werden sich auch durchsetzen, so wie es aussieht. Dann müssen wir diese Tage abschaffen, Paul Miki und seine Gefährten und andere. Aber noch halten wir sie. Und noch besteht die Möglichkeit und die Hoffnung, dass uns ihr Funke und ihr Zeugnis etwas sagt und etwas in uns ändert, uns nämlich zur wahren Umkehr bringt. Dass, wenn wir selber uns nicht zum Evangelium bekehren, solange kann es nichts Gutes werden mit dieser Welt, und auch nicht mit der Kirche. Wir sollten auf diesen 33-Jährigen schauen. Denn auf ihn zu schauen und auf sein Wort zu hören, heißt, auf Christus zu schauen und sich neu zu ihm zu bekehren.